Los geht's. Aufschlag Brasilien, Duda. Die beiden deutschen Damen, denke ich, kennen Sie inzwischen. Die Blonde, die jetzt zuspielt, das ist Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Jetzt im Angriff mit einem ihrer unnachahmlich harten Angriffsschläge. Aufmerksam, die 19-Jährige hinten. Antizipiert gut, ahnt gut, ist schnell und sorgt dafür, dass Brasilien den dritten Punkt macht. Ja, und etwas überraschend für mich, dass die Brasilianerinnen den Weg über Kira Walkenhorst suchen. Toller Aufschlag hier von Kira Walkenhorst. Entscheidet sich zu lösen, Agatha zu irritieren. Die beiden Deutschen ja in der Lage, wie kaum ein anderes Duo, sich rein zu spielen, rein zu fokussieren in so ein Spiel. Situationen herauszuarbeiten und ihren Gegnern quasi eine Phalanx zu bieten, die sie nicht durchbrechen können. Zweiter Ball als Option hier genommen von Laura Ludwig, aber abgewehrt von Duda. Den Angriffsschlag von Kira Walkenhorst können die Brasilianerinnen nicht kontern. 4:4. Glück braucht man auch, dass der auf der eigenen Seite ins Feld tropft. Hier Glück für die Olympiasiegerinnen. Tolles Stellungsspiel von Laura Ludwig, die die Diagonale verteidigt hat. Jetzt wieder diagonal steht, wieder richtig steht. Den Ball wiederholt, ah, den kriegt sie nicht mehr, der ist zu stark gespielt. Toller Beginn gleich hier des ersten Satzes dieses Finales. Spektakuläre Ballwechsel, die wir hier jetzt schon sehen. Und das ist großartig, was Duda da macht. 6:5 Brasilien. Aber Kira Walkenhorst sollte man nicht offen angreifen lassen. Nee, vor allem aber keine perfekte. Shooter funktioniert wieder, sie kann sehr hart angreifen. Das ist ein Mismatch für die Brasilianerin. Er ist aus. Punkt Deutschland. 7:6. Lösen die Brasilianerinnen gut, haben Annahmeprobleme nach dem starken Aufschlag von Kira Walkenhorst, aber kommen noch zum Punkt. Hier sehen wir blau eingezeichnet die Windrichtung unten auf dem Platz und sehen, dass Laura Ludwig und Kira Walkenhorst auf der tendenziell besseren Seite momentan stehen, nämlich mit leichtem Gegenwind spielen. Hat den Vorteil, dass der Ball, der in Richtung Brasilien geschlagen wird, eher runtergedrückt wird ins Feld der Brasilianerinnen. Bei so einem Ball spielt das allerdings keine Rolle, 8:7. Sehr dicht zugespielt, der Ball nicht ideal, aber gut gelöst von Kira Walkenhorst, die ihre Athletik ausspielt, hinten in den hinteren Bereich des Feldes. Wieder steht Laura Ludwig richtig. War das letzte Aufeinandertreffen. Und das haben Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ja dominiert, ganz klares 2:0 damals. Wenn sie so weitermacht, wird sie die Sportart dominieren in den nächsten Jahren, wenn sie dann auch eine etwas athletischere Blockspielerin vielleicht irgendwann hat. Aber im Augenblick ist das absolut richtig, mit Agatha sich zusammenzutun, eine Frau, die viel Erfahrung hat. Geht sozusagen im Gleichschritt voran hier, da etwa die Hälfte des ersten Satzes absolviert ist. Wahnsinn! Da hilft das Netz mit. Die auch das Problem etwas gewackelt hat in ihrem Sideout, also dem Angriff aus der Annahme heraus. Verwundert mich, dass sie nicht weiterhin antesten. Mal gucken, ob sie das jetzt besprochen haben. Agatha hinten rechts schlägt auf. Auf Kira Walkenhorst wieder. Die dadurch natürlich auch angreifen kann.
jetzt Brasilien über Agata. Und die, das war mit einer der großen Faktoren, warum sie das Halbfinale gewinnen konnten. Auch hier die Brasilianerin, die das jetzt vom Netz löst, mit einer guten Angriffsleistung bislang. Hast du so hart geschlagen? Ich glaube nicht. Einen großen Schritt getan, um sich etwas vom Gegner abzusetzen. Denn tendenziell die Annahmesituation des Sideout der taktische Vorteil, den die Brasilianerinnen jetzt im ersten Ball nicht nutzen können. Den Deutschen die Chance einräumen, die ihrerseits nicht genug Druck im Angriff auf den Ball kriegen. Laura Ludwig mit ihrer gewohnt frechen Art. Der passt auch. Der passt auch. Das hat sie schon tausendfach gemacht. Der Beweis für diese Übersicht, für dieses Gefühl. In großen Turnieren auf der Weltserie. Von Spielpraxis kann man da nicht wirklich reden. Aber Kira Walkenhorst sagt, wir sind eine Turniermannschaft. Wir können uns auch während der Turniere reinspielen. Bleibt sogar vorne im Block, also Variante. Und dadurch haben sie die Möglichkeit, ihren Gegnerinnen ein anderes Bild zu bieten, sie zu verunsichern eventuell. Und manchmal kriegt Kira Walkenhorst hinten sogar die Bälle. Ja gut, da hätte es besser eine Laura Ludwig gestanden, wo sie gerade war. Hätten wahrscheinlich kontrolliert. Laura Ludwig, 18:14. Ja, die Brasilianer haben gemerkt, mit Laura Ludwig kommen wir nicht weiter. Testen wir noch mal Kira Walkenhorst an. Ein Punkt noch und sie hätten Satzball. Auch den kriegt sie noch im Zurücklaufen. Gut gemacht von Kira Walkenhorst, die Laura Ludwig Zeit verschaffen will durch den hohen Ball. Funktioniert nicht ganz. Auch rein in positive Energie umgesetzt wird, motivierend wirkt. Vor dem Gewinn des ersten Satzes. Aufschlag Laura Ludwig. Brasilianerin den Aufschlag von Agata präzise annehmen. Und dann sind alle Chancen da, den Ball jetzt zu verwandeln. Gute Annahme von Kira Walkenhorst. Gutes Zuspiel von Laura Ludwig. Und fast zwingend der Punkt. 21:17. Erster Satz. Auf geht's in den zweiten Satz. Nein. 1:0, erster Punkt Deutschland. Agata gegen Kira Walkenhorst. Wieder die Shot-Variante. Aber Übersicht ist kein Alleinstellungsmerkmal bei Brasilien. Bei eigenem Aufschlag der Deutschen, die dann letztlich die Grundlage für den 21:17 Erfolg legte im ersten Satz. Den sieht Kira Walkenhorst, dass er zu lang ist. Ein gutes taktisches Mittel. Die Brasilianerin gut gesehen und die Finte gerochen. War ein starker Aufschlag von Duda. Da ist das nicht so einfach zu punkten. Klar, die haben enorme Erfahrung, enormes Vermögen auch, die beiden Deutschen da jetzt links. Und Block von Laura Ludwig fast. Bietet sich ihren Gegnern ein anderes Bild. Das macht es natürlich schwierig für die Damen, die da jetzt aufschlagen, für sich selbst eine taktische Linie zu finden. Ja, von beiden Teams wirklich sehr, sehr hohes Niveau. Man sagt auch, Beachvolleyball ist Schach im Tempo 200. Pech am Ende nach diesem tollen Ballwechsel.
Phasen natürlich einen Reifen zum Erholen. Also jetzt kann es wieder scheppern. Scheppert nur leider ein bisschen zu weit außerhalb des Feldes. Aber das ist Kira Walkenhorst mit Wucht. Ich nehme auch gerne schon mal die Brille und holt sich eine andere Tönung. Das Problem ist, wenn man gegen eine Angreiferin wie Agatha blockt, ist, dass man sich auf verschiedene Timings einstellen muss. Gelöst vom Netz. Kira Walkenhorst nah ans Netz. Laura Duwig nutzt die Chance des zweiten Balles. Wagner natürlich Punkt Deutschland. 10:8. Schnell wieder zurückgeeilt. Und sie geben ihnen so viel zurück und erfahren auf der anderen Seite so viel Unterstützung. Das muss großartig sein für die beiden, das Turnier so zu absolvieren. Aus der Nähe her das eigene Spiel anschauen kann. Ansonsten sind die meistens in anderen Ländern unterwegs. Nach wie vor Führung für Deutschland. 10:9. Er ist etwas zu lang. 10:10 ist das Resultat dieses Fehlers. Und Kira Walkenhorst jetzt die Chance hat, es besser zu machen. Und bumm, es besser macht. 11:10. Die Liste ließe sich noch fortsetzen. Also man könnte fast fragen, was bei der Frau noch intakt ist. Und dann solche Leistungen zu bringen, das ist bewundernswert. 11:11. Ein sehr hohes Risiko. Sie versuchen, ihre Gegnerinnen unter Druck zu setzen von Beginn an. Und wenn dann ein Quäntchen zu viel Impuls auf den Ball kommt, dann ist er halt im Aus. Andererseits, wenn man den Ball zu leicht rüber spielt, tolle Abwehr von Kira Walkenhorst hier, dann serviert man den Gegnerinnen die Möglichkeit, den Punkt zu machen. Laura Ludwig kann es auch im Sand, das wissen wir. Gehaltener Ball, aber durchgelassen von den Schiedsrichtern. Wieder Block frei, diesmal das Ende dieses Ballwechsels kennen Sie. Punkt für Brasilien, Aufschlag jetzt Agatha. Ja, unkonzentriert halt bei Kira Walkenhorst. Ein bisschen hohen Druck gehen, um den Gegner überhaupt unter Stress zu bekommen. Ja, und das ist jetzt wieder ein Ball, den sie verzieht. Und sie ist nicht, und dann kann das hinten raus und in die Hände auch schon mal ein, zwei Körner kosten. Durchhalten jetzt. Und jeder Punkt ist da dann wichtig. Und sich zu konzentrieren auf das Erfolgserlebnis. Ausgeglichene Partie nach wie vor. Auch wenn Kira Walkenhorst jetzt zum Schluss ein bisschen gewackelt hat. Laura Ludwig ist da verlässlich. Bewegt die Brasilianerinnen in der Abwehr. Das war gut und richtig, aber die in Form oder in Person von Duda. Und dann ist der Winkel nicht mehr optimal und der Ball landet schon mal schneller im Netz. Den Gegner, die hier nicht ziehen zu lassen, sondern um dran zu bleiben, vielleicht sogar wieder komplett auszugleichen. Gute Abwehraktion wieder einmal von Laura Ludwig. Aber momentan kriegen sie ihre Angriffe nicht konsequent auf den Boden. Der Ball tickt ins Aus. Er hat also einen Block anzuschlagen, aber Kira hat es geahnt oder die Angreiferin knapp verzogen. Den hat sie auch noch, Laura Ludwig. Ist sie schnell da hinten? Wahnsinn. Deutschland hat ausgeglichen. 16:16. Kira Walkenhorst jetzt mit dem Aufschlag und dem Punkt, dem Ass. 3 Punkte Rückstand waren es. 1 Punkt Führung ist es jetzt. Wieder ran ans Spiel und sehen unten den Spielstand. 17:16 für die beiden Deutschen. Block angeschlagen von Duda. Dauernd nach taktischen Lösungen gesucht. Also unfassbar hohes taktisches Niveau. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie die Teams das hier kognitiv angehen. Und enorm wichtige Phase jetzt. Die Brasilianerinnen unter Druck, diese nächsten Punkte machen zu müssen, um noch eine Chance auf den Gewinn dieses Turniers zu haben. Im Aufschlag. Gleichbedeutend mit dem Match, mit dem Titel hier beim World Tour Final. Druck bei den Brasilianerinnen, die dem standhalten, klar.
auch schon gespielt mit der Legende Sandra Pires, der Olympiasiegerin. Auch sie natürlich, anders als ihre Partnerin, ausgestattet mit jeder Menge Erfahrung. Das der Brasilianerin, die vermeintlich Unerfahrene, ja, Aufschlag auf Duda, aber leider zu lang. Gehen wir in den dritten, in den entscheidenden Satz. Kira Walkenhorst, Laura Ludwig mit dem zweiten Ball, bleibt hängen. Punkt Deutschland. Und das war so ein toller Aufschlag. Sehr gut gelöst von Kira, die dann auch hart noch abschließen konnte. Ganz famos von Laura Ludwig. Goldrichtig steht sie. Mit all ihrer Erfahrung und Übersicht macht sie den Punkt. Wieder auf Agata. Diesmal an der anderen Netzseite der Angriff in die Diagonale. Sie weiß, dass Kira Walkenhorst vielleicht in der Annahme die bessere Alternative ist. Kurze Aufschlagvariante. Versucht, die Brasilianerin zu bewegen. Und da ist der Block. Die beste Blockspielerin, wenn nicht die beste überhaupt. Und man definiert sich natürlich auch ein bisschen dann über die Blocks in seinem Job in dem Moment. Und konnte nicht mehr die ideale Position einnehmen und deswegen 3 Punkte Führung für Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Toller Winkel. Der ist zu lang. Vorteil dadurch für die beiden Deutschen. 6:3. Aus. Verzogen. Die setzen sich Punkt um Punkt ab, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Tolle Reaktion von Kira, die nach dem Block im Fallen den Ball noch mal holt. Noch mal im Spiel hält. Laura Ludwig baggert ihn zurück. Diesmal sind sie dran, aber halt nur irgendwie. Das ist jetzt keine Möglichkeit mehr, in der sie Druck ausüben können. Aber wie macht die das, die 19-Jährige? Danach der Aktion, sie hier, die 19-Jährige. Oh, der wäre lang gewesen für meine Begriffe, aber sie entscheiden sich, ihn anzunehmen, die beiden Deutschen. War zu dicht am Netz, als dass sie ihm die letzte entscheidende Richtung geben könnten. Punkt Brasilien. In seiner Präsenz auf dem Platz. Der schenkt viel zu viel her. Dass sie sich entschuldigt, sie so getroffen zu haben. 8:5. Der ist drin, genau auf der Linie. Von 2016. Müssen allerdings da sein, im Sinne von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die entscheidende Unterstützung zu geben. Nächster Aufschlagfehler, Brasilien. Nur mit einem Ass, das ist der Unterschied. Ja, schade, da war sie unterwegs. Da die Deutschen 10:7 führen, noch 5 Punkte brauchen. Annahmeprobleme bei Kira Walkenhorst. Jetzt die normale Variante von so einem Ball. Hoch, zurück, sich Zeit zu verschaffen, sich neu zu sortieren. Der Angriff eventuell zu kontern von Brasilien. Nee, die sind zu stark. Aufbau damit dahin. Oh. 11:8. 4 fehlen noch. Kein psychischer Druck mehr, hier vor 9000 Leuten zu spielen, weil man eben so viele problematische Situationen gehabt und auch gemeistert hatte. 11:9 für Deutschland. 12:9. 3 fehlen noch. Nicht spielen, sondern könnten das Ganze auf dem Zeichenblock machen. Fehler oder Ass, beziehungsweise halbe Asse, also wenn der Ball nicht mehr aufgebaut werden kann, auch der ist gut. War toll zugespielt von Laura Ludwig und das ermöglicht Kira Walkenhorst. Viele Optionen da am Netz. Wird dem Ball kräftigen Impuls geben. Hart geschlagener Aufschlag. Tolle Variante. Und er ist da. 15:10. Mit 2:1 gewinnen die beiden dieses World Tour Final.